Gas geben, 240 Reichweite. Das ist natürlich eine Reichweite, die dir auch Spaß macht, denn jetzt, wo man sagen könnte, okay, ich fahre mal eben nach Hamburg, wohnt ja nicht jeder neben so einer Ladestation und kann dann auch wieder zurückfahren einfach, obwohl ich 200 fahre. Das ist ganz gut. Ich habe immer noch eine Reichweite von 230 Kilometer. Also man kann wirklich ein paar hundert Kilometer damit fahren, ohne ständig nachzuladen. Leute, das ist der Audi e-tron, den ich hier mal checke auf dem Weg nach Hamburg. Für eine Stunde kann ich mich mit dem Ding mal amüsieren. Da werde ich natürlich gleich auf die Autobahn hier mal checken, wie schnell das Ding fährt und wie schnell das Ding auch abgeht. Ich bin schon im Sportmodus. Ja, da wollen wir mal sehen, ob das auch sportlich abgeht und auch Spaß macht. Die Reichweite ist jetzt bei 271. Ich war mit dem BMW, mit dem kleinen BMW hier auch auf der Strecke, habe dann Vollgas gegeben mit 150 oder so, fährt der ja, ist dann abgeregelt. Und da sank dann die Reichweite ruckzuck auf 70 Kilometer und das war ein bisschen beängstigend. Da dreht man dann doch lieber ganz schnell mal um oder fährt hinter den LKWs her mit 120. Beides ist nicht so richtig gut für ein Auto, was dann irgendwie 40.000 Euro kostet. Das Auto hier kostet ein bisschen mehr, ja, das kostet nämlich doppelt so viel, es kostet 80.000, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ein paar Extras, obwohl bei Audi ist ja mal mit den Extras nicht so toll. So, hier ist jetzt mal freie Bahn angesagt, ich check jetzt mal den Audi, wie der so abgeht. Ah, Audi fährt natürlich immer gut und liegt gut auf der Straße, ist natürlich deutsche Wertarbeit, ja, und nicht so eine amerikanische Schlabberkiste. Ich fand den Tesla richtig gut, muss ich sagen. Der hat mir richtig gefallen. Nichts mit Schlabberkiste, das war wirklich einfach auch so ein Future-Teil. Du hast hier echt einen Audi, das ist so deutsche Qualität, so sieht der auch aus. So funktioniert der auch. Weiterhin ist das einfach mal, ich sag mal, ein ganz normaler Audi. Die Leute sollen ja dann auch irgendwann mal umsteigen von ihren Benzinern oder Dieseln, fetten Audi-Kisten Q7, Q5, Q8. Auf ein Elektroauto und dann einfach denken, okay, das ist ja genauso wie ein Benziner. Der fährt ja ganz normal. Ja, weil er sieht auch genauso innen aus, er fährt genauso. Man denkt, ja, eigentlich nichts Böses bei so einem Auto. Während man, wenn man in einem Tesla sitzt, so ein gewisses Space-Gefühl hat, am besten noch mit weißer Innenausstattung, dann denkst du dir, wow, Alter, in was für einem Next-Level-Zeitalter, wo bin ich denn jetzt hingebeamt worden? So, ich probiere mal, wie das Ding läuft. Ja, ist natürlich gleich abgeregelt und dann ist der Spaß schon vorbei. Also er könnte deutlich weiter, schneller fahren. Jetzt bin ich bei 199, 200 und hier ist auch echt 201. Ach, 201. Ja, das ist doch mal was. Ist ja direkt abgeregelt. Der Audi lädt einfach schneller, aber nur an seinen eigenen Ladestationen, nur an seinen eigenen Superchargern, weil dort flüssig gelagerte Kabel sind, die sonst zu heiß würden. Also der ganze Strom, der da durchfließt, das wird sonst zu heiß, das Kabel, und schmilzt hier wahrscheinlich weg. Und die sind flüssig gelagert. Das hat Audi ganz gut gelöst. Das ist eine Innovation, die Audi da in Gang treibt und vorantreibt. Wenn man schnell vorankommen will, nimmt man bisher jetzt mal einfach nochmal Diesel oder einen Benziner, der ordentlich Wumm hat. Tank ist leer, da tanke ich nochmal wieder Sprit rein und weiter geht die Fahrt. Man braucht natürlich auch bei diesen Autos dann, gerade weil es so wenig Ladestationen gibt, am besten ein Eigenheim mit Mega-Garage und dann ist er auch schön warm und trocken, damit die Batterie lange hält in der Garage und hat dann da einen Supercharger stehen und hat ständig immer eine volle Batterie. Das wäre natürlich super, aber ich meine, klar, wer sich so ein Auto leisten kann für 80.000 aufwärts, oder ich weiß gar nicht, ob 80.000 da schon ein paar Extras mit drin sind, der hat natürlich wahrscheinlich auch ein Eigenheim. Oder, ich weiß es nicht, irgendwann kann man die Dinger gebraucht kaufen, in 3-4 Jahren, dann sind sie ja nur noch die Hälfte wert. Da kann sich dann Otto Normalverbraucher auch mal überlegen, so ein Elektroauto sich zu kaufen, dann vielleicht eher ein Model S. Kann man umsonst sogar tanken noch mit den alten Model S, die gibt es ab 35.000, 40.000 Euro. Man muss dann auch immer irgendwie laden. Das heißt, über Nacht müsste das Ding eigentlich ständig angeschlossen werden. Das ist das typische Elektroauto-Problem, finde ich. Weil auch generell, wenn ich jetzt jemanden besuche, ich fahre jetzt nach Hamburg, einfach weiter die Strecke, die ich gefahren bin. Jetzt nicht unbedingt Vollgas, ist ja gut, muss ja nicht sein, ne?
wenn man es eilig hat, ist halt Pech, muss man eher losfahren. Das ist so ein Zeitmanagement, was man einfach beim Elektroauto drauf haben muss. Man muss ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das ist auch so eine Muße, die ist vielleicht auch mal so ein bisschen, wo man so ein bisschen runterkommt einfach und nicht immer nur Vollgas auf der linken Spur fährt. Wenn man Spaß haben will, ja, aber ansonsten, um weit zu kommen, dann eben nicht und dann ein bisschen smoothiger fährt, dann durch nach Hamburg fährt, wenn ich da jetzt jemanden besuchen möchte, mein Kumpel da in Hamburg, dann würde ich ja direkt bei seinem Haus halten, da parken und dann da so. Das würde von Bremen nach Hamburg gehen. Das Auto hat eine Reichweite von 400, auf dem Tacho waren jetzt 300, 277. Selbst wenn ich 200 fahre, komme ich gut an und gut wieder zurück, ohne in Hamburg tanken zu müssen, laden zu müssen, ich sage mal tanken. Und da wäre es natürlich gut, wenn man jetzt jemand anders besucht. Wir haben ja auch Bekannte mal woanders, nicht nur alle in Hamburg, sondern ein bisschen weiter weg. Und da müsste man dann dort laden. Da gibt es aber dann gerade ja keine Ladestation. Das heißt, man fährt woanders hin und dann wahrscheinlich mit der Bahn wieder rein oder sonst was. Oder hat, ja, so die ganze Familie, wir sind ja zu viert, wir kaufen uns alle so einen Elektroroller, der kommt dann hinten noch in den Kofferraum rein. Dann von da aus mit dem Elektroroller, den nehmen wir dann den Elektroroller hoch mit und in den vierten Stock da, wo, ja, und dann können wir da Vierersteckdose, da wo sie alle reinstecken können dann, ne, jetzt kriegen die da 5 Euro und dann fahren wir wieder mit unserem Roller bei Wind und Wetter zurück zu unserem Elektroauto, steigen da wieder ein, bla bla bla. Ein Erfolg von so einem Elektroauto oder überhaupt von den Elektroautos steht und fällt mit den Ladestationen. Die müssen einfach verteilt werden, genauso wie Tankstellen auch und noch mehr. Nämlich auch echt in Wohngebieten, auf dem Parkplatz von Rewe oder Aldi oder Lidl irgendwo mal platzieren, sodass die Leute nebenbei tanken. Das wäre mal eine coole Aktion, wenn das vorangetrieben wird, weil dann würde ich mir auch echt so ein Elektroauto kaufen. Jetzt, ne. Für mich ist dieser Audi das erste richtige deutsche Elektroauto. Alle anderen, ich glaube VW oder so, die sollten mal lieber Diesel machen, weil, Diesel ist ja auch, ja, aber ansonsten muss man sagen, Mercedes ist glaube ich nächstes Jahr dran, 2020 oder so mit ihrem Elektroauto. Jaguar würde mich nochmal interessieren, hat auch ein gutes Auto gebaut, glaube ich, und das wären so die nahen Konkurrenten Audi und Jaguar zu dem Tesla Model X, Model S. Leute, ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart und ich düse jetzt mal Vollgas nach Hause. Ich hoffe, ich schaffe das, aber soweit ist es ja nicht mehr nach Bremen. Ciao, macht's gut. Bam. Sagen, mir hat es gefallen mit dem Auto, ist wirklich ein schönes Fahrgefühl, ist halt ein Audi, aber ich fühle mich auch nicht so richtig groß in dem Wagen, muss ich ehrlich sagen. So Tesla hatte ich mehr so ein Space-Gefühl, so ein bisschen Innovation, aber hier ist es so ein Audi, als wenn ich im Q oder im Dreier oder was irgendwie sitze. Jede Ampel wird hier megamäßig mitgenommen. Das ist so geil. Ups, da kriegst du ja richtig einen Schub in den Rücken, du. Das ist eine Oma mag, die einfach nur einen normalen Audi fahren wollte, du. Keine Ahnung. Ist so schnell geblitzt auch. Oma wird dann geblitzt. Oh, das Auto ist so schnell geworden.